Willkommen bei Borderlands 2. So, noch im Main Sanctuary müssen wir hier die dritte Treibstoffzelle einbauen und Scooter bei Plan B helfen. So, die dritte ist hier. Zip. Erledigt. Weißt du, Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Hebt ab! Okay! Die Stadt hebt wirklich ab, oder? Oder ist hier. Auch nicht! Mist! Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Die Leute sind echt crazy hier. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Ja, und wohin? Okay, hierhin. Die Leute sind hier wirklich etwas crazy, Leute. Kammerjäger, komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Ja. Okay. Ich habe einen Waffenausrüstungsslot bekommen, erhöht die Anzahl der Schusswaffen, die du ausrüsten kannst. Super! Wenn du dies hörst, stecke ich in Das ist ja toll. Das ist ja ganz toll. Das ist ja wunderbar. Okay, ich habe hier einen Slot. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Ich kann hier endlich mal eine andere Waffe auch ausrüsten. Das ist natürlich toll, oder? Vielleicht mal so eine, würde ich mal sagen. Ach, Moment, meine Maus hängt wieder ein bisschen. Vielleicht einfach mal hier eine. Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt. Scheiße, dem ganzen Planeten. Schrotflinte, obwohl ich eigentlich kein Fan von Schrotflinten bin. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Ich nicht. Viel Glück. So. Okay, hier gibt's irgendwie eine ganz schöne Menge zu tun, aber ich finde, sie haben sie wirklich recht nett gemacht in dieser Stadt. Bis auf das, dass es vielleicht etwas unübersichtlich ist. Wie alles hier in Borderlands. So, wieso geht denn das hier nicht auf? Das weiß kein Mensch. Okay, gut, ich muss hier irgendwie hoch. Iridium. Das können wir immer brauchen. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Da. Okay. Ja. Was ist denn das hier? Zum Fassband, oder? Was ist denn das hier? Du hast den Safe entdeckt. Benutze den Safe, um Objekte aufzubewahren, die du später noch einmal brauchen könntest, aber nicht dauernd mit dir herumschleppen willst. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Firehawk! Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, okay, das haben sie, glaube ich, auch neu gemacht. Das gab's, glaube ich, auch nicht. Steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Ob ich hier was lagern will, möchte, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Mhm. Toll. Okay, das ist hier sozusagen meine Wohnung oder so etwas in der Art, nehme ich mal an, dass es das hier ist. Da finde ich so und so wieder nie wieder her, sag ich mal. Drum lage ich jetzt nämlich auch nichts. Sowieso komme ich hier nicht rein, das weiß keiner, oder? Wieso ich hier nicht reinkommen? Egal. Okay, gehe zum Frostburn Canyon. Gut, ob ich hier Nebenaufgaben mache, weiß ich nicht. Ich werde mir das mal ansehen. This just in. Okay, was haben wir hier? Wenn Sie mich verprügeln wollen, bringen wir es hinter uns. Achtung, Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Okay. Hier
Hier spricht Hunter Hellquist von Hyperion Truth Broadcasting mit einer Nachricht an die Kammerjäger in Sanctuary. Danke. Euer fortwährender Widerstand gegen Hyperion hat euren eigenen Untergang besiegelt. Okay, ich werde mal ein bisschen ausgequatscht hat hier. Sonst verstehen wir hier nämlich gar nichts mehr. Ihr freiwillig in der Vergangenheit, in der Dunkelheit. Es ist euer eigener Starrsinn, der euch den Tod beschert und uns allen eine bessere Zukunft. Okay, gut, dann schauen wir mal, was diese Nebenquests hier auf sich haben. Wenn du willst, kannst du mir ein paar hundert Erdschiffen aufreißen, hat Claptrap eine Überraschung für dich. So, Moment, jetzt nochmal von vorne. Wenn du wissen willst, dir ein paar hundert Erdschiffen aufzureißen, hat Claptrap eine Überraschung für dich. Okay. Dein Scheißer befiehlt es dir! Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan! Dafür hast du dir eine Belohnung verdient! Ja. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort! Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen! Fiese Aufgaben? Sammle ein paar braune Steine für mich! Dann besiege einen Badass-Gag! Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Jura klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern. Claptrap. Zu meinem Vergnügen zu tanzen. Tanz, Baby, Tanz. Der Claptrap ist echt irre. Okay. Naja. Was ist das hier? Schon wie so ein Lager. Zeug, du hast Claptraps Geheimversteck gefunden. Im Versteck kannst du Objekte lagern, damit alle deine Charaktere auf sie zugreifen können. Es sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es jetzt. Ja, ist sie, Claptrap. Na dann, Glückwunsch! Du hast dir Klasse in die Flosse. Okay, Claptrap. Ob wir hier mal eine Nebenaufgabe machen für den Claptrap oder nicht? Oder was wir überhaupt machen, weil wir haben hier nämlich unzählige Aufgaben hier in der Stadt. Das ist jetzt die Frage. Okay, gut. Ich nehme hier mal sämtliche Nebenaufgaben an, würde ich mal fast schon sagen. Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Dr. Sad, kennen wir schon vom ersten Teil. Okay, Dr. Sad, so hier gibt's ein Heilautomaten-Zeug-Dingsbums, brauche ich nicht mehr. Suchst du Arbeit? Ich hätte da was. Sad braucht 20 Milliliter Badassigkeit. Essergigkeit. Egal, sofort. Hey, Rolands Jungs haben führe die Operation durch. Erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe umbringen? Braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Also, die Operation nimm durch. Einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Okay, dann machen wir hier... Oh, ein Iridium hat er dabei. Ein Stück Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Ja. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Ja, das ist alles schön und gut, aber ich muss hier... Gott sei mein Zeug. Okay, der lebt nicht mehr. Eines Tages finde ich eine brauchbare. Okay, wie gesagt, Leute, ich nehme hier mal sämtliche Nebenquests an. In der Stadt. Wird ein bisschen vielleicht langweilig werden, die nächsten Parts, oder dieser Part, keine Ahnung. Nur mal zu sehen, vielleicht kriege ich irgendwas Gutes, vielleicht, ja. Kann ja nicht schaden, sage ich mal. So, hier ist auch eine Nebenaufgabe. Roland braucht diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Okay. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. So, Hammerlock, da möchte auch was. Bullymong klingt irgendwie dämlich. Hammerlock braucht dich, damit du mir hilfst, einen cooleren Namen zu finden.
Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Mache ich dann mal unterwegs. Und hier vorne ist auch noch eine Aufgabe. Ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. So, ich laufe mal ein bisschen. Also die Stadt gefällt mir hier wirklich sehr gut. Also das haben sie wirklich gut gemacht, finde ich. Das ist ganz, ganz schön. Kescher. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch. Markus, du bist toll. Markus, kein Geld zurück? Ja, Markus, sie sind echt alle voll crazy. Ich bitte dir eine Gelegenheit. Weißt du, was besser ist, als jemand mit Projektilen umzulegen, ihn mit Projektilen umzulegen? Die brennen. Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest okay, du nicht? Okay, Entzündungswaffen hat der hier. Das Kiste ist ganz mit brandneuen Maliban Elementarwaffen reinbekommen. Magazin 6. Gemeinsam ausprobieren. Seine MG. Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Wir hatten aber auch versuchen nichts Gutes, oder? Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe, Die Riffles sind zwar eigentlich ganz gut, nur sind die irgendwie schwächer. Pass auf dich auf! Oh, wo ist er denn hin? Lensmänner, Achtung! Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Wo ist er denn jetzt hin? Eine Frage. Oh, ja. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. Ah, es geht zum Schießstand. Okay. Sind extrem effektiv gegen Fleisch. Aber gegen Schilde taugen sie nichts. Zur Hölle mit euch, Banditen! Jetzt grill das Imperialistenschwein wie ein Skag-Steak. Ja, aber ich habe hier keine... Du hast hier keine gescheiten Waffen gehabt. Ich brauche hier irgendwas mit größerer Magazingröße. Im Ernst jetzt, Leute, Moment, ich schau mal. Ich schau mal, was meine hier kann. So, die hat Schaden 48. Okay, Leute. Wie läuft's mit dem Job? Ich kaufe mir hier eine andere Geld Waffe oder so. Gesetzt. Die haben hier alle einfach eine viel zu kleine Magazingröße. Die kaufe ich mir. Nicht genug Geld? Oh, nein, wieso? 1007? Nee, dann verkaufe ich meine Sachen. Dann verkaufe ich das einfach, ist mir egal. Hey, was sagt man? Kauf mir das? Die. Ja. Die kaufe ich mir jetzt. So, okay, das heißt, wir haben jetzt diese hier und haben gekauft. Diese hier? Nee, oder? Missionsaufgabe. Moment, Leute, ich kenne mich gerade gar nicht aus. Gar nicht aus, gar nicht aus, gar nicht aus. Okay, ich rüste mir mal diese aus. Gut, und als Missionswaffe habe ich dann diese hier. Okay, gut. Und irgendeine... Okay, diese hier. Die ist effektiv gegen Fleisch. Ja, das ist super. Das gefällt mir. Das brennt. Abschluss, Markus. Okay, gut. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht. Nur eine Frage der Zeit, bis Jack diesen Ort... Nimm das, Jack-Fan. Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe. Das ist echt. Machen einen Schild schneller platt, als du... Was noch? Du hast eine Korrosionselementar-Tech-Waffe erhalten. Sind sehr effektiv gegen Feinde mit Panzerung. Okay, dann rüsten wir uns die mal aus. Fragt sich nur, welche die davon jetzt eigentlich ist. Ja, und wo ist die denn jetzt? Leute, ich kenne mich gerade überhaupt nicht aus.
Es sei denn, du hast eine Korrosionswaffe. Waffen dürfen nur von Hyperion-Vertretern verwendet. Diese hier. Siehst du, wie die Säure sich durch die Panzerung dieses Schnorrers frisst? Ich muss gestehen, ich liebe Korrosionswaffen. Jetzt ja, das ist recht coole Waffen, Markus, muss ich schon sagen. Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen aus. Wow. Ja, jetzt, wo er geslaggt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Für vollen Schaden solltest du auf eine andere Waffe wechseln, nachdem dein Feind geslaggt wurde. Okay. Super! Die Waffen funktionieren! Und du bist bereit für Handsome Jack. Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Ah. Okay, alles klar. Okay. Gut, das heißt, er hat mir hier jetzt ein paar Waffen gegeben. Ja. Okay. Oder auch doch nicht. Hat er mir doch nicht gegeben. Das ist aber nicht gut, wenn du mir das nicht gegeben hast. Okay, gut, hat er hier... Ich schau mal, ob er da vielleicht was hat. So eine Waffe. Die hier irgendwas... Nö, hat er nicht. Der gibt er groß an und dann hat er gar nichts. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Okay. Bisschen... Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Okay, Leute. So, das heißt... Moment, ich schaue mir nochmal meine Waffen an. Das ist die, wir gefunden haben. Das ist die, wir haben. Und hier rüste ich mir aber noch eine aus. Okay. Gut, Leute, das heißt, wir gehen wieder. Ich würde sagen, wir beenden diesen Part auch. Und da wir jetzt alle Nebenquests hier erledigt haben, würde ich sagen, wir machen, also angenommen haben, wir machen beim nächsten Mal hier weiter mit... Ja, der Hauptquest. So, Moment, was ist denn das hier? Okay, vielleicht mache ich hier dann auch die Nebenquests gleich mal weiter. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dieser Part ist zu Ende und wir sehen uns dann im nächsten Part mit den Nebenquests. Bis dann!